Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Chromatica Picture Vinyl von Lady Gaga. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Chromatica von Lady Gaga, das Ganze am 29. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das 6. Album von Lady Gaga, das Ganze als CD und auch als Vinyl entschieden. Und ich zeige euch heute die Picture-Vinyl-Variante. Das Ganze kommt hier in einer durchsichtigen Verpackung, in so einer durchsichtigen Folie. Hier oben links haben wir noch einen Sticker. Den schauen wir uns gleich hier mal näher an. Und zwar lesen wir hier Chromatica, the 6th Album by Lady Gaga. Also wie gesagt, das 6. Album. Dann haben wir noch die Labels und einen Barcode. Und die Tracklist ist hier auch mit aufgedruckt. Und zwar haben wir hier auf der A-Seite 8 Tracks. Und auf der B-Seite auch nochmal 8 Tracks, bedeutet 16 Tracks gesamt. Und wir haben hier Features mit dabei von Ariana Grande, Blackpink und Elton John. Also drei Features auf diesen 16 Tracks verteilt. Auf der Rückseite auch hier einfach durchsichtige Folie. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So sieht dann die Picture Vinyl aus. Das ist die Vorderseite. Hier haben wir den Interpreten, die Interpretin Lady Gaga in einem ihrer extravaganten Outfits. Und sieht so aus, als würde sie hier so da hocken. Und auf der Rückseite haben wir die gute Frau dann stehend, ja zumindest so halb stehend, auch wieder in diesem wunderbaren Outfit. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, also in dieser Picture Vinyl Edition, Chromatica von Lady Gaga. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lady Gaga unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.